Wir sind zurück! Hallo. Kurze Pause, ich habe jetzt mal kurz durchlüften müssen da und mir was zum Trinken holen und telefonieren kurz. Aber telefoniert habe ich eh nicht. Hätte aber gern. Ja. Es geht los. Das Match des Jahrtausends. Naja. Team Monarchs gegen das Team Butterbrot, eine innere Splittergruppe, wie sie sich gerne selbst bezeichnen. Und derzeit ist der Map-Vote im Gange. Man hört jetzt nur das Game schon im Hintergrund. Hab ich dich geschreckt, Mario? I'm so not sorry. Jo. Aber die Monarchs sind noch nicht am Server. Die werden jetzt nur eine Viertelstunde warten, bis das Team Butterbrot seelisch so zermürbt ist, weil sie warten müssen. Das ist alles Taktik. Nein, ich weiß es natürlich nicht, keine Ahnung. Also das kommt die leise dran, gell? Was? Train? Spinnst du Train? Oh my goodness, I have no idea. Möglicherweise. Da haben wir da. So, da. Ja, soll ich dabei einen Schwank aus meinem Leben erzählen oder bis es losgeht? Ich hab keine Ahnung, ich tue wieder meinen Rainy Mood ein, jetzt kann ich schon. Erzähl einen Witz. Soll ich einen Witz erzählen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was von. Aber ich kann nur empfehlen, Rainy Mood. Das ist so schwer jetzt. Irgendwie, ja, freilich konnte ich über YouTube jetzt Lieder spielen oder so, aber. Was der Lizenzen und so. Das ist dann aber die Frage. Ich glaube, dann wird wieder bei Twitch wieder die Hälfte vom Sound weggecuttet und dann kann ich das wieder nicht. Kann ich es wieder nicht auf YouTube laden ohne Sound? Oder kann ich schon, oder ist halt ohne Sound, das ist der Debatte-Wink. Dann machen wir das so. Es ist sicher auf Rainy Mood auch Copyright drauf. Aber und Train wird gespielt. Train wird gespielt. Ja, nice, was? Europe! Nice! Bin schon neugierig. Weil ich bin richtig neugierig eigentlich jetzt auf das Match. Das wird sehr cool. Ah. Sponsored by. Chuchu-Zug spielen wir. Sehr schön. In der Zwischenzeit. Wird gar nichts in der Zwischenzeit wahrscheinlich. Es ist nur keiner von den Monarchs am Server, leider. Philipp, wie geht's dir so? Was erwartest du jetzt für den Match? Immerhin hast du Team Monarchs eine Zeit lang gecoacht und trainiert. Ich hab's nicht gecoacht. Nicht, aber du hast ja gesagt, wie es da müssen. Aber du hast ein ganz besonderes Verhältnis zu Team Monarchs. Nein, nein. Nicht. Nix. Okay. Mehr. Nix mehr. Okay. Was haben die denn eigentlich auf dem Butterbrot oben? Was ist da auf der Butter oben? Das Rote. Was ist das für? Was? Ja, im Logo vom Team Butterbrot. Da ist irgendwas noch. Also, das ist die eingeholte Butter. Aber da ist noch irgendwas drauf. Da ist ein Manschgerl drauf, glaube ich. Ein Manschgerl? Aber nicht der Stoff. Train! Wird schon gewechselt. Map Change ist schon. Wo bleibt Team Monarchs? Lasst euch nicht so lange auf euch bitten. Das ist ein Totenkopf mit einem Blutfleck. Totenkopf mit einem Blutfleck? Totenkopf gefällt mir. Ah, jo. Hoppala. Es ist ganz schön anstrengend, Carsten. Bin schon wieder ganz schimmiert. Vom Nix da. Vom Reden. Vom Reden. Ja, ich weiß nicht, Mace voll konzentriert. Versucht das irgendwie zu kommentieren. Ah, der Broadcast. Aber dauert noch ein bisschen, bis der Broadcast am Server startet. Das ist genau der Delay. Please wait for Broadcast to start.
Boah, jetzt waschelt's, hä? Schauen wir nochmal auf Facebook. In der Zwischenzeit. Wollen wir nochmal reinhauen? Nein, eigentlich brauche ich das nicht. Brauche ich nicht einmal bewerben. Wie viele Zuschauer haben wir denn noch? 9? Ist das alles? Oh je. Da haben wir schon wen am Server jetzt. G, wer ist denn G? Die Dorfi, die Jules, die Cookie. Die Gothic wird der G sein. Die Kathi. Okay, dann werden wir da jetzt umstellen. Auf Ingame. Es geht nämlich gleich los. Ich bin schon angeschrieben worden vom Visual. Was wäre schon wieder? Es kommen scheinbar nun auch welche von Monarchs auf den Stream. Das ist mir wurscht. Ganz ehrlich. Muss ich da aufpassen? So, alle 10 sind einmal am muss ich jetzt Server drauf. muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Ingame war gut, wenn ich eingegangen da, das ist was 60, gell? Nicht nur ein schwarzer Bildschirm ist. Wir singen die. Das reicht als Totenschädel. Ach so, Entschuldigung, visuell. Platziert. Entschuldigung, visuell. Hat sie hin. So, dann machen wir wieder einen Sound, dass wir was hören. ja, aber hätte ich vorher schon was Blöds gesagt? Nein, oder? Wollen wir nicht aufgefallen. Wie regnet's? Ich glaube nicht, dass ich was Blöds gesagt habe. Inri wird vom Turnier gekickt, okay. Wenn ich schick rede. Und er wird nicht schick. Dann halt ich halt einfach zu Team Monarchs. Das war irgendwie auch komisch. Sarah, Train. Hast du eine Ahnung, wie unsere auf Train spielen? Na, keine Ahnung. Ja, nicht. So gar nicht. Aber wie es ausschaut, spielt Timo nach mit Stand-In. Mit Stand-In, ja. Mit dem Auswechselspieler, ja. Mit dem Headstar, mit dem Penta-Logo drinnen. Der Headstar. Schau ich jetzt hier gerade mal rein. Kennen ist Tags da, sagt mir nix. So ist denn das jetzt so laut? So da. Ich habe jetzt die Stream-Qualität ein bisschen aufgedreht. Sagst mir bitte, ob es ruckelt. Oder nicht. Aber ich glaube, es ist relativ flüssig. So, jetzt war ich kurz ausgetappt, sorry. Mal schnell was umgestellt. Aber ich glaube, es passt. Ready! Schreibt die Schmusi. Perfekt. Bin ich sehr neugierig. Das Match. Ich glaube, Train ist halt echt. Ah. Oder gibt es überhaupt noch ausgeglichene Maps? Ich weiß es nicht. Monarchs! Herzl. Ein Herz für Monarchs? Nein, ein Herz für Schmusi! Ja, geht's jetzt los? Was warten wir? Warten wir auf was? Bis sie alle eingespielt haben? Monarchen. Ich weiß nicht, was ich jetzt erzählen soll. Ich kann jetzt erzählen, ja, Monarchs war ursprünglich einmal.
50%, nein, nicht einmal. Zwei Leute. Mein früher einmal bei Henry. Früher einmal. Schon wieder Zeit, Herz. So, Knife in 3, 2, 1 und jetzt starten wir mit der Knife Round. Team Monarch ist auf der T-Seite. Powered by Warmod BFG. Okay, okay. Und Butterbrot auf der CT-Seite, logischerweise. So, wer hat mehr Karambit? Ausgeglichen. Wer hat mehr M9 ausgeglichen? Na, Europe hat 1. Europe hat 1, ja, aber die Jules hat auch 1. Ja, normales. Also normales! Ah, ja, dann gewinnt die Knife Round jetzt eindeutig Butterbrot. Bei der Euro mit seinen. Oh! Donche! Gut gemacht, wirklich. Und da wird der leider drauf losgegangen. Im Tag Team wird da. Ah, jetzt wird ausgeglichen. Hätte da quasi auch anholen. Und 1 gegen 1. Cookie gegen Alec. Und der Alec sitzt den ersten, sitzt den zweiten. Und die Cookie hat nicht gedruckt oder wollte sie nicht drucken? Ich weiß es nicht. Nicht einmal angehittet. Stay wahrscheinlich. Grob geschätzt auf Train. Jo, ja, stay. War klar. War eigentlich klar. Cool. Ist nur passiert. Jetzt geht's gleich los. Bin neugierig, was die Monarchs auf der T-Seite jetzt außer hervorzaubern, weil ich find Train auf T immer noch schwierig, wenn man keinen Plan hat. Oder wenn man. Gut, T ist immer schwierig, wenn man keinen Plan hat. Aber gerade auf Train macht es noch mehr aus. Persönlich. Aber man kann recht schnell spielen. Auf Train. Vor allem als Terror. Schnell Mitte raus. Seegängen B. Rush auf B. Ja, wir wollen B rush. Rushen Sie über kurz? Da steht CT sehr defensiv. Sie rushen einmal über kurz. Einmal große, einmal Connector. Die Jules kann erste Hit setzen. Nein, wird sogar angetaggt nur. Und die CTs haben schon verschoben. So, jetzt der Standoff hier. Am Baseball. Bombe down. Jules kann den ersten Frag setzen. Jetzt da sitzt ein Frag. Oh, 5 gegen 2 jetzt. Monarch sind im absoluten Vorteil. Die Jules glänzt in dieser Runde. Flawless Round in der Flawless Round, ja. Jules mit 3 Frags. Mit der Glock. Sauber gespielt. War sauber gespielt. Mhm. So, wie wird das jetzt geantwortet? Also vom Teamplay her sollten Monarch sicher um einige stärker sein wie das unsere. Das denke ich auch, ja, die spielen jetzt schon relativ lang miteinander. Und vor allem das Bootcamp, was sie haut hatten. Wieder hin, da wieder ein B-Rush. Und Alec, ja, schade. Setzen, Tagged auf und Schmusi geht auch down. Schmusi geht auch down, zieht das auch drin. Aber viel wird da nicht so ein Huing sein gegen viele Galils. Aber sie versuchen es. Die Jules sitzt on Frag noch einen anderen. Sehr schön. Lang. Was lang? Nächster Frag. Nina. Triple Kill für Jules schon. Hab ich lang gesagt? Und der Quad Kill. Das war Blödsinn. Quad Kill, wirklich? Nice. Mhm. Die Jules. Jules rammt auf. Begrüße auch alle Monarchs-Fans von Farmers Bay. Jetzt schon. Oder von Butterbrot, sorry. Von Butterbrot. Eigentlich ja eh. Und kein Go auf B diesmal. Bombe Richtung KG und 3 Richtung B. Ich glaube, sie wollen nur anfaken. Wieder. Kurz runter, Alec kurz sie nicht von Alec. Sehr schön. Und die CTs rotieren aber schon. Sind hier und meine Triple rotieren schon. Ehrlich holt sie aber den zweiten, der Heads, da kann sie in Alec holen, auf B. So, jetzt muss Manny das Seht es, ist ein bisschen verwirrt, was passiert. Aber wir haben noch einen Manny auf A. Ja, er hört aber nicht, dass plantet wird. Jetzt zieht er rein, was will holen, er kann Frag setzen. Ah, schade. Wird und One auch gegen Jules jetzt. Von der Schmu, also die Schmuse nicht, von der Jules. Jules alleine jetzt. Aber sie kann es, sie könnte das gewinnen, so was wir vorher schon gesehen haben, sie könnte das gewinnen. Sie könnte das holen. Dauert sehr langes Verschieben, obwohl sie keine Kids haben. Mit einem Headshot, ich muss sie aus dem Spiel nehmen. Sie brauchen wirklich sehr lange zum Verschieben. Ja, das wird eng. Und
jetzt ja, ist jetzt geht die Bombe hoch. Die Bombe geht sicher hoch. Da ist keine Chance. Sehr schön gespielt von Jules. Sind hier ja. Leider auch. Sehr schön gespielt von der Jules, ja, wirklich. Ausgezeichnet gespielt. So, AWP auf Dorfi und AWP auf Headstar. Zwei AWPs auf der Terras und wir haben gerade mal Butterbrot mal gerade mal mit einer Galil. Eine Galil. Am Europe. Und es wird wieder ein Bego. Wir haben einen Headstar in der Mitte, der schießt unter Bego. Oh, schön vom Alec. Wo bin ich, wo bin ich? Ah, schade. Ja. Sieben. Oh, schöne Show von der Kati. Ist das die Kati? Ich denke schon, das ist die Kati. Kannst du den zweiten holen? Cookie und. Oh, das schön. Cool von der Birgit. Satira. Birgit geht jetzt steil, wirst du sagen, die holt jetzt alle. Stepped jetzt, sie wissen genau, wo die Birgit ist. Und da oben und zwischen die. Zwischen die Züge. Und sie zieht durch. Sie versucht durchzuziehen. Haut leider nicht hin! Bist du ein Gemüsli? Aha. Der Mario wird schon wieder umbandeln. Im Twitch-Chat. So, CT ist jetzt mit Full bei. Jetzt wird's spannend. Und jetzt müssen sie eigentlich anfangen, wirklich Runden zu holen auf der CT-Seite, sonst wird's finster ausschauen. Ja, Europe mit AWP. Da hören sie ziemlich auf. Und schauen mal, was wo geht. Wer vielleicht aufkommt, ob sein Picken können. Gothic macht Bob. Sauber. Mining KG gegen 2. Mining gegen 2, ja. Und oben. Da haben wir jetzt Skyrim. Cookie gegen Schmusi. Flash geht auf, Cookie steht da. Ist nicht Flash, kann schön Frag aber nicht setzen. Schön gespielt von der Schmusi, ja. Guter Frag. Ich bei Mining gleich Action. Mining gleich Action. Heads da raus. Wo ist ja der Mining? Flash jetzt, Popflash! Schöne Popflash! Kann einen holen. Sauber! Zumindest einer. Sehr gut. Zweite ist auch nochmal was angesagt. Zweite angesagt, ja. Birgit geht auf in der T-Mitte. Und kriegt gleich einen Kontakt. Hat gehört. Ich glaube, die. Was ist das? Die Jules, weiß nicht, was da ist. Und sehr schön, im Scope drin, nichts gesehen. Jetzt nochmal gegen die Jules KG. Jules! Gegen 5, ich glaube, gegen 5 ist schwer. Gegen 5 ist schwer. Ich traue sie zu, aber ich glaube nicht, dass gegen das Rolle Full HP. Die AWP vielleicht an Europe? Ah, die Europe will ich. Der Schuss jetzt. Flawless Round jetzt. Erste richtige Buy-Round ja. Und wichtig sie geht ziemlich gut. Wichtiger für jetzt für die. Fürs Mindset. Und für den weiteren Spielverlauf. Dass die Runde und es kommt ein Echo. Echo auf der T-Seite. Vier Runden gewonnen. Abgeschätzt werden viele kurz am Rush. Na, sie machen den gleichen Fake wie vorher. Bombe gegen ja. KG und 4 Russian B und es wird dann der lang. Großen bei Schmusi. Schmusi. Schmusi mit der Nähte in der Hand. Hut 1, Hut 2, Hut 3. Nice, 3. 4! Ehrlich, mit dem vierten Kill mit dem Nähte. Manny haltet diesmal an. Und Manny haltet diesmal an. Aber wird gut. Dorfi mit der Pistol kann ihn holen. So, kommt jetzt aber nicht am Spot. Kann aber die AK saven. Eventuell. Aber sie sind schon auf dem Hand. Auf der Hand, Zitira mit dem Step und geduckt Schuss. Kann sich die Runde holen. Ciao, was ist im Twitch-Chat los? Spinat, bist du ein Gemüsli? Nein, waffelt eigentlich nicht. Naja, schade. Huldig der Schmusi, huldig der Schmusi! Ja, schön, das Expex. Absolut, für diesen Triple kann man dich. Da kann man schon mal, huldigen. So, Monachs wieder mit einer Eco. Die Bombe wird diesmal durchlassen und sie spielen es Death. Stellen sie auf KG, spielen sie auf B Long. Und da steht Main, jetzt da steht Main und zwar KG. Jetzt ist schon, die Sentira geht schon wieder durch die Tür vor. Wird jetzt vom Pop getaggt und auch geholt. Da wird sie der Headster gleich die Waffen holen. Und dann Europe steht mit der AWP, Sieben kann ansagen und Manny macht ihn. Der Manny macht ihn. Und jetzt ist Manny wieder down. KG ist ja schon. Manny, da stehen sie einzeln da. Alle auf. Sie kommt vor, doch, die Karte kommt vor, kann ihn holen.
2 gegen 1. Karte, sorry, ich schon wieder mit der Kamera, ich schau gerade. Letzte ist bekannt. Wer Luis? Letzte ist bekannt, ja. Geht Grundlinie jetzt runter. Die Bombe ist irgendwann am Spawn. Also, das wissen natürlich die Leute. Sie stehen gut, sie stehen gut. Und Europe verschießt. Verschießt. Alec, sehr schön. Die Gothic verschießt auch und Alec kann den Frag setzen. Sorry. Ich glaube, du hast gerade ein bisschen Chat gelesen beim Spielen. Ah. Hobby. Da! Die T's entscheiden sich für einen Rush oder zumindest auf einen oder auch nicht. Bombe liegt schon wieder. Ist das Absicht gewesen? Wo liegt die Bombe? Dorfe mit AWP gleich mal schnell auf die große Rampe. Wird dann gleich Dorfe Kontakt gegen die Schmusi haben. Mit der AWP. Und Manny hat im KG close win. Das ist gut, dass du mir das aussagst. Dann kann ich mich darauf konzentrieren, dass ich das versuche einzufangen. Dorfe wird jetzt gleich vorschauen. Ich kann sie den Flag setzen gegen die Schmusi. Flash kommt raus, aber sie ist nicht wirklich geflasht. Und da hat sie den Kopf gesehen. Und da ist die der Flag sitzt. Manny holt. Jetzt muss Alec allein am Spot haben gegen 3. KG. Und darf ich schon vor. Alec allein am Spot. Gegen 4. Gleich. Holt sie, holt sie den jetzt da. Alec. Wird von der Dorfie geholt. Europe und holt Europe. Sie die Cookie. Sehr schön. 3 zu, gegen 2 Situation. Und kann er Europe den zweiten Frag setzen? Kann er. 1-0. Gothic als letzte. Und das müsste die also geht, wie es sonst nicht, wer in dem Team noch ist, mit G. Müsste die Karte sein, ja. Gabi, glaub geschätzt, ich weiß es nicht genau. Ja, Karte. Und die war nachs wieder auf einer, mit einer Eco. Ja, diesmal die CTs brauchen alle rum. Diesmal schnell T mit dir raus. Also es wird Europe jetzt gleich einen Kontakt schnell kriegen. Schnell mit dir raus. Und mach keinen Frag. Deck nur an. MTW schon wieder durch. Oh Gott, ich wieder mit der Kameraführung. Ich komm schon wieder nicht zusammen. Und Birgit wird da gleich von der Seite. Birgit. Am Spot. Kann sie anholen. Oh, beide holt sie. Sehr beide. Das Lucky war ziemlich cool. Aber nice. Aber nice, ja. Aber nice. So, Kati wieder als letzte. Mit der Bombe auf und Schmusi. Sie versucht noch zu planen. Schmusi hat die Pose Schmusi dafür. Steht. Ah, den Kontakt kriegt sie. Vorher, kann sie den holen? Ist die Frage. Kann sie den setzen? Sie sieht schon lange vorher, sehr bevor schön sie überhaupt um die Strecke kommen könnte. Ja. Sehr schön. Da war das Mod gesehen und gleich mal reingeschossen. Ja, das Knie eigentlich. Aber ja. Da gibt's wieder einen Huldigter Schmusi. Wenn die Schmusi die Runde holt, natürlich. Jetzt 3 Richtung KG und 2 D mit Headster mit AWP in der 3 AWPs auf der T-Seite! Jetzt wird er gepickt, und der erste wird auch schon gepickt. Manny wieder, KG. Geht vor, kann wieder den Frag setzen. MTW raus. Mit der AWP, der will jetzt, der Manny. Der will jetzt den Manny, ist flashed. Nochmal flashed, sieht gar nichts. Macht aber nichts, weil schon keiner fahren. Europe wird geholt von der AWP. Ja, die AWPs gehen sie aus. Die zahlen sie aus auf der T-Seite jetzt. Gut gepickt. Das war. Das war mal jetzt einmal ein Schuss. Auf dem eigenen im. Sehr schön von der Alec. Holt ihr 2 gleich. Kann zwar holen, ausgleichen. Die Bombe sauen. 2 AWPs Schmusi und jetzt sind beide close. Nein, noch nicht beide close. Die Alec verschiebt nochmal eine Runde. Von der Mitte weg. Die Bombe ja, ist down. Spritz. Wenn Schmusi das jetzt auch noch Dev spielt, sehr schön. Schaut's gut aus. Sie müssen auf den Plan warten und dann vorgehen. Machen's das, ist die Frage. Alec hat jetzt dann gespottet, glaube ich. Schmusi, schaut sie raus. Sie schaut raus und sie kann uns jetzt schon beide. Sehr schön. Das Pärchen gleichzeitig, ja. Der Zugriff. Gut gespielt, safe gespielt vor allem, also sehr wichtig, safe gespielt, das war ganz wichtig. Da hat der Delay halt vom PS zum Peacepick gefehlt, weil sie einfach miteinander gehört haben. Ja, jetzt hat er wahrscheinlich geschrieben. Die Farben auf der Map machen die fertig, machen die Farben.
Und meine Map. Warte mal, wo du das? Ja, sehr schön, es steht schon 6 zu 4 für die Ah, so gut. Das kommt mir ja auch da schon. Dass man ein bisschen sieht, wieder 2 KG-Aufbau bei den TS. Wieder nur eine AWP jetzt bei den TS. 2 in der D-Mitte, einer Bobdog unten. Und wo kommt der erste Kontakt? Sind die immer ein bisschen auf A? Ja, aber immer alleine. Also immer alleine. Kann aber den Frag setzen, wenn die da sind. Sehr schön. Macht ihn auch in der D-Mitte. Gut gespielt. Ist aber auf 8 HP herunten. Manny. Der Manny steht stabil, KG, da gibt's überhaupt nichts. Da gibt's fast nichts. Die Gothic schon wieder alleine mit der AWP, aber sie holt den ersten Refrag. Also Manny ist schon offen. Manny geht off. Manny hat das jetzt überrasert. Sie ist sehr schön gespielt von der Gothic, wirklich. Ja. Springt ums Eck und holt sich den Manny. Fast aus der Hüfte geschossen. So, Bombe ist jetzt auf jeden Fall bei ihr. Und der Europe hat's gesehen. Alles klar, Schmus ist los. Schmus ist nicht los, der ist halt da oben. Okay. Ist oben, ja. Und Alex steht auf B, Schmusi steht White Force auf. Was macht die Gothic? Committet sie jetzt auf A? Versucht sie doch noch zu blenden, oder? Also gegen sie muss jetzt fast 20 was. Sekunden noch. Alex macht Molly auf den Spot. Ah, die Flash geht sich nicht ganz aus. 10 HP hat die Gothic noch, das ist fast zu wenig. Und zu wenig Zeit da. Und sie muss jetzt planten. Sie muss planten. Und sie plantet Fake nicht! Das ist die Runde. Das sehr ist schön. Hätte sie durchgezogen, war wenigstens die Kohle dabei. Aufgehen dürfen. Das ist richtig, ja. Vor allem mit der Pistole einfach rumziehen. Aber schön von Alec und von... Ach, sie war von der Gothic auch sehr gut gespielt. Ja, wirklich, also sagen, ja. Wirklich ruhig mit der AWP, einen noch einen rausgepickt. Drei Frags gezogen. Obwohl es wirklich eine aussichtslose Situation war, also gegen 5. Das Beste noch draus gemacht. Hätte sogar einen Plan durchbekommen und jetzt ein Galil Rush. TS mit Galil auf B, rushen durch. Okay. Alex steht aber, wird aber von der Cookie mit einem Headshot weg aus dem Spiel genommen. Schmusi mit der Nade auf dem Spot, killt zumindest die Cookie. Jetzt kommt der Molly. Und die ZTS haben schon rotiert, sind schon da und der Standoff wieder auf B. Jetzt. Und große Rampe ist ja auf, den hat Europe sehr schön. Oh, Frag noch einen anderen passiert da. Und hetzt und der letzte. Auto, schau, das passiert, wenn der Autodirektor dann selber ist, dann schaut er eh. Geht die kleine und keiner deckt die kleine. Keiner deckt kleine! Keiner deckt kleine! Frag ist der letzte Frag! Mann, jetzt. Ah, wir müssen jetzt umschauen, jetzt müssen wir umschauen! Europe schaut und der verschießt nicht. Macht sehr schön. Fehler weg. Also wenn er jetzt verschossen hätte, war die Runde wahrscheinlich eine TS gegangen. Ja. Und da haben die Kommunikation gefehlt bei dem ZTS. der Talk sind wir mit die bisschen zynischen Aussagen. Was wäre, wenn mein Butterbrot ein Bootcamp hinter sich hätte? Wahrscheinlich. Kennen wir so seit 3 Jahren. Ja, eh. Nee, nix, man erwartet ja nichts anderes. Und wieder Richtung B. Blocken sie gegenseitig. Dorf wird. Alex statt diesmal ein bisschen mehr Def. Europe macht einen Frag. Nur der Rotate, schau jetzt. Schmusi steht da noch top, was sie schön macht, aber wird von der großen Rampe geholt. Und von hinten kommt dann noch Gothic nach. Und die Gothic spielt schlau jetzt über die Mitte. Ja. Europe wird das nicht erwarten. Wenn Europe da nicht aufpasst, wird er geholt. Ja, und Gothic. Der wird sicher geholt. Ja. Nein, er wird nicht gut, der springt auf, wie das Timing. Das lag ja wirklich. Müsste jetzt den Schuss gehört haben, ja, hat noch. Also eben schon mal ab. Ja. Dorf wie oben auf der großen Dorf bekannt. Oben. Die Gothic versucht jetzt nochmal von hinten zu kommen, über ZT. Ich bin neugierig, ob sie nur wen holen kann. Da wird mit Nades ausgetauscht. Das dürfte normalerweise nicht mehr. Ja, aber die Europe hat das. Geredet und die Dorfi ist am Spot. Bringt sie den Plan damit, die Frage. Ja, das haben sie. Aber der Manny hat's gehört. Schön von Manny. Und Twit. Das ist seine Map. Das ist seine Map. Das scheint seine Map zu sein. Wir schauen nochmal aufs Scoreboard. Alec mit 13, gleich wieder Manny mit 13. Der Alec ist mit Lead unterwegs. 1337. 1337! Da muss man ja fast einen Screenshot machen. Druck einmal auf Druck. Das ist sicher nicht gegangen. So. Und man konnte F12 drücken. Ha! Ja, Hosen, das hat er vom Visual gelernt, das Movement.
War alles Movement von. Ja, genau. Exactly. So, wieder 2KG. Das ist bis jetzt noch nicht aufgegangen, wirklich, gegen Manny. Na, aber der Schwusi ist gefallen. Aber guter Entry-Frag jetzt. Der Alec ist ziemlich. Ist gar nicht ganz einfach. Bombe ist auch schon bei. Kurz. Boilerer. Und da wird kurz gefragt. Oh. Gesmuckt. Birgit ist jetzt auch da im CT-Switch. Jetzt kommt jetzt KG vor. Der Manny ist noch immer da. Kann sie einen holen? Er weiß, sie sind immer zu zweit gewesen. Weiß es? Wird das predikt? Nein, predikt es nicht. Er geht vor. Kann sie aber den Frag gewinnen. Wahnsinn. Aber nur mehr 8 HP und die Bombe wird gebannt. Und kassiert jetzt. Spot, Bob-Dog ist bekannt. Oh. Einen lässt er vorbei laufen im zweiten Huider. Die Dorfi als letzter. Dorfi im Nest. Im Nest oben. Das würden sie nicht erwarten. Denk nicht. Spielt es sehr, Spielt sehr gut. Sie suchen. Sie diffusen. Die Dorfi, sieht sie hin? Oh, sie sieht nicht hin! Oh, schön vom Alec! Und Alec schnell reagiert. Sie sieht nicht hin am Spot, das war nett. Das war ein schöner Versuch. Aber leider. Da hätte sie nur das Crouchen loslassen müssen. Dann wahrscheinlich, jetzt sind sie. Gesehen. Und Alec kommt mit der Trollgun, wie es ausschaut. Wie mit der Trollgun, was? Mit der Negev. In der letzten Runde. Das ist schon ein bisschen, gell? Muss ich schon sagen. So, ja, die 150 Schuss, die geht gut ab eigentlich. Ja, außerdem, wenn sie jetzt wieder B committen, steht er gut. Machen sie aber nicht. Hättest du mit der ABB? Hi, das habe ich jetzt leider verpasst. Hättest du mit der ABB weiter vor? Europe wird jetzt gefragt sein bei der großen. Europe, wo ist gespottet worden vom Hetzler? Wird schon abgeamt. Und macht Europe sehr schön. Europe. Sitzen. Aber schon wieder drei Leute auf B. Aber Manny hat nicht verschoben. Schau, Autodirektor, da passiert schon wieder nichts. Das ist nervig. Jules ist jetzt da auf dem A-Spot. Die wird wieder von hinten kommen. Aber der Jules haben wir den letzten Und Runde läuft da in die Birgit rein. Läuft ein in die Birgit, die Birgit kann den Frag setzen. Schön gespielt. Haben wir noch einen Bob-Dog drinnen? Kriegt gleich einen Kontakt. Cookie, steht Bob-Dog. Und die Bombe ist große Rampe. Große Rampe steht aber noch der Europe mit der AWB. Dorfi. Er sieht die Waffe, und er muss Waffe sehen. Ja, Europe dreht sie um. Er dreht sie weg. Ich kann den Frag nicht setzen, Dorfi holt den Easy Frag gegen Europe und schaut jetzt. Und jetzt dagegen gegen Dorfi. Da ist einer durch. Gesehen. Gespottet. Und zwei kommen hinterher. Zumindest einer. Der Manny! Sehr schön. Der Manny mit dem Headshot. L4. Saubere CT. Und wir waren ein bisschen zu langsam, um den Headshot zu sehen. Leider. Hilft aber nicht. Kann ich nicht. Ich hasse erst das zweite Mal. Es tut mir leid, auch alle, die was mich vom Team Monarchs nicht verstehen. Es tut mir fast leid, aber nur fast. Im anderen Match steht es zurzeit 12:1 für Special Force Austria auf der CT-Seite bei Train. Wirklich? Es ist ganz schön crazy, was da passiert heute. Irgendwie. Na gut. So, die TS rushen aus sie auch. MTW. Overheads da, kann man sie einen holen mit einem Headshot auf dem Euro. Dorfi am Spot mit zwei Frags. Schmusi mit der Tech 9. Schmusi mit der Tech 9. Reloaded und sitten nicht. Oh Gott, was ist passiert? Was ist jetzt passiert? Guck aimed up. Schmusi mit 17 AP wird schwer. Auf beiden Seiten. Wird schwer. Hat sie die Füße gesehen? Nee, wieso schaut nicht. Hast du die Füße gesehen? Ich hab keine Füße gesehen. Also mit dem X-Ray halt leichter zu sehen. Ich hab gar kein X-Ray 3. Nicht? Na? Wieso nicht? Ich weiß nicht. X drücken. Ja, ich weiß, aber ich weiß gar nicht, warum ich es nicht eingeschalten habe. Hm. Du hast ja viel einfacher. Ja. Du, nein, ich schaue über auf die Minimap. Na gut. Jetzt ist drin. So, was macht jetzt da im Butterbrot in der Eco? Sie haben Deck 9 Kevlar gekauft und es wird wohl schnell B. Und da stehen zwei. Kleine runter. Und Manny mit Tech-9 Headshot, European auch. Kann sehr schön, European macht einen Headstart im Pop-Dog. Die Nate geht bei Dorfi voll auf. Oh, was für eine Runde! 5 gegen 1. War das ein Fastbite oder war das nur ein Tech-9 Rush? Das war Tech-9. Das war rein natürlich. Jules kann sich da nur einige so holen jetzt, wenn sie es richtig macht. Das sind Tira geht down, Manny mit 1 HP. Jetzt einfach safe. Wieder mal vor. Manny geht vor, er kennt da nichts, attackt damit Jules over auf 22, muss Manny leider vor. Und sehr schön. Mit der Tech 9. Und holt sie die Farmers an. No fear, Manny triple. Ja.
Also da den Patreon jetzt. Liedet jetzt auch mit 20 Fracks. Und jetzt wichtige ist die Monarchs in der Echo. In der Echo auch noch. Machen voll Echo, bis auf eine 5-7. Sonst und haben alle nur die B2000. Machen aber Standardaufbau. USB, ja. Machen trotzdem Standardaufbau. Einer B, 4A. Und sie gehen doch, sie gehen ziemlich auf eigentlich. Gothic und setzt da relativ auf. Aber es ist also drei in der Mitte. Oh, Gothic sitzt im ersten. Gothic kann den zweiten nicht holen, aber wir haben drei Flex auf der Terra-Seite. KG ist frei, die Dorfi Bob drin und wir haben Cookie in der Mitte. Wird jetzt genadet. Bob ist nicht gedeckt. Dorfi raus, Bob ist nicht gedeckt. Aber ja. Alec, sehr schön. European aber Track. Sie kann leider keinen Frag holen. Und letzte ist in Z-Switch. Bekannt. Sprinter mit der USP, was geht? Aber leider. Der Main einfach mit der Tech, nein. One kill und one. Sie müssten fast noch eine sogar machen. Wie viel Kohle haben sie? Zu wenig, ja? Nicht viel, ja. Farmers geht sich maximal aus, ohne Nades. Es wird aber dann knapp. Ja, natürlich, knapp. Auf Train sie geht's, auf Business. Der ZT-Seite ja, ist möglich. 13 Runden, wenn sie die jetzt verlieren, steht's 14 und dann müssen sie sonst so immer kaufen, also. Das stimmt. Und sie gehen Bob, KG off. KG off! Gothic geht raus, das wird prediktet, dass da was aufkommt. Alec holt den Kill. Kann man noch einen holen, ist die Frage. Holt die Cookie noch! Sehr schön. Gut, zwei geholt, die anderen zwei die Bombe ist aber down. Bombe ist down und sie haben Waffen gepickt, ja. Also absolut machbar für die T. Schmusig ist mit der P90 vom T-Spawn. Jetzt da holt sie den Griddle, Europe holt sie den Refrag und einer noch. Und jetzt rechts checken, Schmusi. Sie, schaut nicht links die Jules. Rechts checken, ja, sauber. Und der Jules rechts. Du gulfst aber ganz schön zu Butterbrot, hey. Ja, sauber! Nein, was der ist eh. Ja. Ich versuche, ich glaube, ich schaffe das eher nicht. Ich kann gar nicht. Nicht ich schaffe nicht, unparteiisch zu sein. Es ist schwer. Immer, wenn man befangen ist. Man ist ein bisschen befangen, ja. Zwei Awebs auf C-Seite jetzt von Timo. Tut uns sehr leid, dass wir ein bisschen befangen sind, aber es hoffentlich. Ich schnell mit aus. Wurde nicht. Macht 52 Damage. Der Mini ist schon fast am Spot. Wechselt auf die. Nee, aufs Messer, was noch warum? Die 10 ist heute jetzt. 2 gegen 3 noch. Geht durch. Alec. Mit der Bombe auch schon das Ganze. Ja, da wird Gothic. Der Alec holt der Europe ab. Wenn es wer macht, dann Alec. Boah, schöner Headshot vom Alec. Aber sie wissen jetzt, wo er ist. Dorfi mit der M4. Aber sie aimt noch falsch. Also, sie das kann sich vom Timing ausgehen. Das könnte sie ausgehen. Aber sie wird die 4 besiegen, hoffentlich. Und ja. Sie sieht die 4. Sicher gespielt. Super gespielt. Ja. Solide gestanden jetzt da. Und die bei die Echo Round auf der T-Seite. Kann aber auch aufgehen. Wenn sie jetzt Tech 9. Sie können. Eigentlich können sie droppen. Wir haben eigentlich nur Kohle. Machen sie auch. Manny sie kaufen doch. Manny mit der Tiegel. Hat er heute schon im Warm-Up gespielt auf dem Deathmatch, wie ich mitgekriegt habe. Schmusi steht am Spot. Keiner weiß warum. Schauen wir, bleiben wir mal auf der Schmusi. Ah, das kommt. Wird die Schmusi bleibt zu lange am Spot stehen, weil sie schon KG durchgepusht sind. Wird sie geholt. Und Jules pusht aber Spot. Weiter. Jules geht jetzt Death. So, wir haben es. Europe gespottet. Kann die Cookie überschießen auf 30 KP. Aber der Headstar ist da und supportet. Das war's der Europe, oder? Und Schulz macht einen Frag in der Nebenmitte. Eieiei. Da kommt der Headstar durch. Mit 12 AP bleibt das. Ein bisschen Tierer. Kann zumindest den Headstar noch hin. Und Alec wieder letzter gegen 4. Alleine. Wird sehr schwer. Glaube ich nicht, dass es macht. Die hört das wird er schon hört er. Gehört. Jetzt sie ist er angesagt, sie wissen, wo er ist. Spot gesehen. Und das. Wird er? Ja, schade. 2 HP, die gucke noch. Wird er nicht wissen. 2 HP, ja. Schade, aber. Aber er, wenn er den cool hätte, war er verdammt cool geworden. Ja. Jetzt die Echo. Auf der T-Seite. Ich glaube, Schmusi wird in Zukunft schneller einkaufen und sich schneller das vom Spawn wegbewegen. Ja. Ich glaube, das. Jetzt bleibt auf alle Fälle im Gedächtnis jetzt wahrscheinlich, dass sie da stehen bleiben müssen, aber gut, wenn es. Und es wird ein B-Rush. Es wird ein B-Rush. Alle kleine Rampe nicht gesmoked, aber.
Wer war denn das jetzt? Der Bombplan sollte durchgehen. Kann man nicht töten. Der Bombplan geht auf alle Fälle durch. Außer es kommen jetzt drei Nets, was möglich ist. Ein Net kommt. Bombplan geht durch. Sauber. Bombplan ist da. Schulz hat sich an Gothic kurz hier im nächsten. Der AWP nächste und die CTs gingen in einer Wall. Wall of CTs vor. Gothic schießt. Meine letzte. Elec letzte wieder. Und da wird aufgeräumt. Systematisch aufgeräumt. War schon. Minimumziel erreicht. Denke ja, ja. Das haben wir immer nur Glocks gehabt, oder? Und genau, auch Glock. Sie haben nur Glocks gehabt mit Artex. Hat sich für sie ausgezählt. Alle 5000. Dabei ist drin. Eine AWP am Euro. Wir haben wieder zwei AWPs auf Headstone und Gothic. Schauen wir mal, was der Europe macht. Ob wir ein AWP-Duell sehen in der Mitte oder so. Bombe schmeißt er mal weg. Und er piekt raus. Und da sind überhaupt drei. Headstone halt noch mal. Von KG. Dürfte von MTW, ja. Von MTW. MTW. Mehr als WKG. Schlechtes Positioning am Vier Leute auf A. Zwei am A-Spot und der Headstone kann den zweiten holen. Das Positioning, der hätte vorher schon gesmoked gehabt oder so. Also. Er hätte einfach anders stehen sollen, einfach zum Zug, so dass er nicht gesehen wird von MTW. Ja. Beim nächsten Mal wird er es wissen. Nein, die Pop-Dog. Und die Bombe geht Richtung B. So, Elec, sieht er den Lauf? Sieht er den Lauf? Nein. Warte, Lauf zu sehen. Ich kann Lauf sehen. Ja, ganz leicht. Aber die Jules verschiebt nicht, obwohl sie weiß, dass er gehört hat, dass er wegsteppt. Und meine kriegt die Fleischwolle ab. Gothic, sehr Kill. Schön. Holt sie den zweiten? Kill. Kannst du sie den dritten holen? Aber bleibt def, die Schmusi bleibt def. Aber schön, das Teamplay. Flash sie selbst ein bisschen. Laut raus! Boah! Gut. Gute Control trotzdem. Aber ist schon hinten Bob-Dog wäre drinnen. Bob-Dog ist schon was. Ja. Schaut jetzt auf, die Cookie kommt hoch, leise. Okay, ja. Ich muss ich, was das? Schmusi holt sich die Cookie. Sauber. Gut gespielt. Und jetzt weit war es auch schon jemand auf. Und da ist die Jules. Die Jules kommt jetzt verhindert. Was ist das? Ich glaube nicht, dass es ganz was und wird anzünden. Das macht sie gut. Wird anzünden, ja, dass sie verhindert. Sie will die Waffen safen. Sie will unbedingt die Waffen safen. Macht's auch! Quasi die Jules holt sich gerade die Jules zu holen! Sehr schön. Sehr schönes Waffensaving. Ja? Waffensaving Play. Kann man das so nennen? Ich nenne das jetzt einfach einmal so. Frau der Schmusi. So, was macht jetzt der Butterbrot? Haben Sie irgendeine Antwort? Eine Antwort darauf ist einmal ein Rush auf B, so wie es ausschaut. Pop, da konnten Sie eigentlich der B hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert. Steht stimmt. Eine steht Rampen aber auch nur die Gothic, ja. Steht nur lang. Ja, es ist geschaut, keiner kurz. Kurz, die kleine Rampe. Bombplan geht wieder durch. Die Bombplan geht durch und sie haben. Da stehen drei Leute da ganz nah nebeneinander. Euro, schöner Headshot mit der Tech 9. Jetzt ist er angesagt. Geht vor, wird für den Gothic quit. Und wir haben noch zwei am Spot, die relativ. Die sind hier. Was ist das sind hier? Die wollten nur Smoke stehen, glaube ich. War da ein Smoke? Hätte da ein Smoke sein sollen? Ich glaube, sie dürften der Smoke entstanden sein, mit der Ecke. Ich habe keinen Smoke gesehen, Smoke war rechts für mich. Ja, vielleicht ist es ganz kurz so drin gestanden, dass es halt voll abkriegt, aber. Das B wird funktionieren, wenn sie dann einfach weiter pushen würden, dann. Ja. Sie brauchen ein paar Nets mehr, aber vielleicht noch ein Smoke. Ja. Ein, zwei Smokes, die was da hinten andecken. Und dann stehen sie da safe. Europe hat sich richtig gemacht, Europe ist da schön vorgegangen. Er hat halt noch einen zweiten und dritten Meter. Kann er jetzt sitzen? Nein, jetzt da holt den Europe wieder in der Mitte. Das AWP-Duell wieder verloren. Und 3 gegen 2 KG. Oh, die Nades gehen schön. Oh, der Shot auf die Jules. Das war ein bisschen lucky, dass der reingegangen ist. 13 AP aber. Im Nest oben steht. Wer steht denn im Nest oben? Die Cookie steht oben im Nest. Es wird schon wieder langsam gespült. Der war so in der Smoke, der Shot.
Der war vorhin das. Der war doch vorhin der Smoke, oder? Wer ist das? Ich sehe es gerade im Stream nochmal. Das war ja seltsam. Naja. Elek wieder letzter Mann. Elek wieder letzter Mann gegen 4. Weißt du, dass der da ist? Ja, irgendwie schon. Warte, die Waffe. Geht raus. Wurde jetzt. Ich hab's jetzt gesehen, kann ich Spraydown machen. Ich kann die AWP sehen. Will die AWP sehen, ja. Lang. Oh, der Schuss jetzt. Jetzt weiß ich zumindest, dass er da ist. Wenn man so lange AWP spielt, kann man das. Ja, kann sein. Ist, kann sein. Ich hab nichts gesehen. Also für mich war das voll smoked. Darum sag ich ja, im GoTV ist man immer ein bisschen anders. Ja. So, was machen sie jetzt? Sie brauchen nur 2 Runden, die T's. Jetzt committen sie mal Richtung KG. Und für beide Teams ein Win und sie sind weiter. Jetzt da. Unentschieden. Ah, wird jetzt eng. Da kommt wieder ein Europe-Win. Und jetzt boosten sie sich da im KG. War nicht schlecht gespielt, ja. Gute Idee einmal. Kann man vielleicht genug greifen. Die Smoke ist, glaube ich, weg. Ah, ist die Hetz da auch eine Frau? Ach so, das ist vom Female, vom Panther Female Team. Wahrscheinlich. Ah, jetzt ist mir alles klar. Die Hetzler ist wahrscheinlich. Ja, und ah, Gothic. Okay. Ah, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Jetzt haben wir den Autodirektor schon wieder ausgestellt. Und jetzt geht's auf B drauf. Alter, was ist mein Autodirektor? Hallo? Geht bei sich gar nichts, dann schalte ich selber um. 30 Sekunden noch. Dorfi Mensch, ist jetzt da an der kleinen Rampe runter. Dorfi, kleine Rampe runter. CT kommt wer nach und CT Switch ist wer. Die CTs haben voll rotiert. Hier wird ganz eng. Ja, und jetzt ist Gold. Und Schmiede können uns weiter nicht setzen. Ja, das war mir nicht klar. Wer hätte es da kenne ich ja nicht. Aber jetzt, wo ich her, das ist es klar, dass sie aus dem Panther Female Team ist. Das macht auch Sinn. So, Tech 9 Go wieder. Tech 9 Go. B, wie es ausschaut. Na, schauen wir mal, ob das aufgeht. Könnte aufgehen. Durchaus, wir haben noch. Die Gothic ist noch bevor. Kleine Rampe runter werden gesehen, verschießt aber. Schießt mit der AWP. Und das ist der gratis Spot jetzt da. Jetzt meine ich wieder allein nur weiter vorgegangen. Der Rest ist schon wieder hin. Ja, war ich auch schon wieder weiter vorgegangen. Es wird immer so deft gespielt, aber jetzt ist eigentlich müssen wir da pushen worden. Wir müssen da ein bisschen pushen, damit wir ein bisschen flankieren. Meine ich mit dem ersten Frag. Und jetzt laggt der Bank und es laggt weiter. Ja, meine holt sie zwar. Sehr schön. Und Europe von der Seite. Ah, mit links. Oh, Schmusi, wurde Frag. Sehr und schön. Gothic und alleine. Two and one. Gothic alleine mit der AWP gegen und die Bombe tickt schnell, also sie muss weitermachen jetzt da. Sie muss weiter da, ja. Was macht sie? Sie geht auf den Fuse, fake down, und kann mit dem Headshot den Harley Quinn. Das geht nicht raus. Das geht nicht raus. Sehr schön, die 15. Runde für Butterbrot. Runde für Team Butterbrot. Nur. Macht's mal was zum Essen, Dr. Mario. Wie charmant. Kochen. Kaffee. Mario. Der Mario lebt von Kaffee. Ja, der ist immer in der IT-Branche tätig. Das Draw ist da! Stimmt! Was heißt das für Team Butterbrot? Für Team Butterbrot, außer dass den Platz teilen von den Punkten her, wenn es unentschieden wird. Sie müssen gewinnen, wenn. Wenn es weiter wollen, müssen sie gewinnen. Oder was? Ja, dann sind sie fix weit. Okay. Oh, Many Triple, got a shot. Aber sie sind alle auf B. Sind schon alle rotiert, Bombe ist noch nicht down. Schau wie der Autodirektor nichts tut. Das ist fürchterlich. Bombe ist down. Bombe ist down. Muss ich spammen, die Smoke sieht aber keinen. Und wird jetzt quitt. Wird cold. Und jetzt Birgit gegen 2. Gegen 2, ja. Wo ich den ersten Headshot setzen? Hat die zweite gesehen? Jules hat nichts gesehen. Sie hat nichts gesehen. Birgit! Und sie setzt den Headshot! 16 zu 12.
Sehr schön. Sie setzt den Headshot. Jetzt gibt's einen Sentierer-Hype, bitte. Oh! Sauber gespielt. Da klatscht sie. Da kann man mal klatschen. Gut drin gelacht. Gut gespielt, Butterbrot. Gut Game. Was ist mit dir? Und da kommt im Chat Hallo Docs, okay? Achso, jetzt wird natürlich angenommen, dass der Tox jetzt die letzte Runde gespielt. Ich denke, das hätten wir mehr gesehen. Wenn da was. Das. Den Vorwurf, glaube ich, kann man zurückweisen einfach. Gutes Spiel, ja. Seiten, also. Sehr starkes Spiel. Jetzt haben sie die Monarchs hat sich nicht mehr gescheit zurückgekämpft. Ja. Und. Aber sie haben die letzten zwei Runden. Jetzt habe ich stark angefangen auf der T-Seite. 4-0 gleich einmal. Aber haben dann leider zu viele Runden dann okay. Auf der CT-Seite. Auf der T-Seite eigentlich. So, warte mal, ja. Blödsinn. Auf der CT-Seite haben sie zu viele Runden. Passt schon. Ich rede schon Blödsinn. Weil ich jetzt verwirrt bin, weil jetzt nämlich da falsch steht. Weil jetzt steht nämlich links Team Mann nach 16 Runden. Ja? Wie erklären wir das jetzt den Admins? Dass das falsch ist, was da steht. Okay. Passt. Das heißt, Butterbrot ist weiter. Ich weiß nicht, wer noch weiter ist. Ich glaube, Team Monarchs hat jetzt... Ich schau nochmal. Ich denke mal, die Special Force Austria, die werden sicher nicht mehr das 12-2-1 abgeben haben. Oh Gott. So. Wir können nochmal kurz schauen, wie es ausschaut. Im anderen Match. Oder was der Stream sagt. Weiß irgendwer was? Ich glaube nicht. Mal da reinschauen. Der andere Stream ist schon off. Der andere Stream ist schon off, ja, sehr ja. Das ist ja überhaupt schon off. Von Haus aus einmal. Sehr frech. Es ist nichts eintragen, nur leider. Ich weiß auch nicht, wo die das eintragen. Die tragen das nicht auf der Turnierseite rein, die ich habe. Also ich kann euch das einmal kurz sagen. Eigentlich sollte da alles Mögliche stehen. Aber. Was ich weiß, ist, ich glaube, Austrian Force hat Austrian Force gegen Butterbrot hat gewonnen. Ja, das war 16-14 oder 16-13. Austrian Force gegen Team Monarchs. Also, Team Monarchs hat dann, glaube ich, verloren gegen Special Forces. Monarchs hat dann gegen Austrian Force wieder gewonnen auf Cobble, glaube ich. Butterbrot hat gegen Special Forces gewonnen. Und jetzt Monarchs wieder verloren. Das heißt, wer hat denn nur zwei Matches gewonnen für dich jetzt? Lukas sagt gerade am anderen Stream ist ein Interview. Was? Da müssen wir ja fast umschütten. Jemand denkt, der ist down? Ich hab nichts gehört. Ich schalte den Stream jetzt da ein. Damit es ihn zumindest hört. Ja, nein, ich mein, ist halt so, ich glaube, viele Mixed spielen, bis auf ein paar. Also ich sehe auch da schon eine leichte Tendenz bei der Form, außer ich habe da sehr viel Grün angegeben. Ich glaube, Grün wird die Siegesfarbe ja, werden. Ja, klar. Echt? Ja, es hat, bei euch gibt es sogar drei, nein, verdammt, ich muss verlesen, es gibt zwei, Entschuldigung. Drei Grüne auf jeden Fall, European ja. Mit Grau. Grau. Grau, naja, grau. Gut. Grau ist natürlich grauslich. Was reden die? Was reden die? Naja, das ist super. Er will einfach keine Partei ergreifen. Hättest du glaubt, dass erste wird? Nein, nicht. Also nach dem ersten Spiel war es schon ein bisschen eng. Ja, also ich muss sagen, Austrian Force hat beim ersten Match stark gespielt. Hätte jetzt nicht geglaubt, dass wirklich mit 16-11 gewinnen, weil es da ein sehr zusammengewürfeltes Team ist. Und nachher bei Timo nach sind sie dann ziemlich eingeknickt, die haben dann nichts mehr getroffen, das hast du richtig gemerkt, also Team Monarch ist da ziemlich drüber gefahren und jetzt beim letzten, sie haben ein Comeback probiert, sie haben ein Comeback versucht, aber da sind sie dann nicht mehr nachgekommen. Ja, was soll man dann dazu sagen, quasi, gell? Alec from Gallic hat es nicht mitgespielt, ja, glaube ich. Oh ja, jetzt war ich dabei. Also es ging mir nachher nach dem Router Restart, ging's und das zweite und das dritte habe ich gespielt. Okay, gut. Das heißt, war immer der erste, wo er... Das erste, was noch verloren hat. Wow, ein Interview, hätte ich mal gesagt. Was ist jetzt wieder hast. Was das heißen soll? Ich wollte es aber mal erwähnen, weißt du? Ich soll mal den Raum reinlegen.
Das heißt, ihr habt beim ersten Match an Auswechselspieler gehabt und bei der zweiten dann nicht mehr, oder wie? Okay, genau, das heißt, du nicht mehr. Alec from Gallic. Ja. Warum droppst du nix? Ja, weil die anderen einfach kein Geld haben. Geht mir doch am Arsch vorbei. Ich will es eigentlich immer verdecken. Droppt er nix? Ich um und schau, dass keiner sieht, das Geld. Scheint nicht so. Echt? So ein Hund, oder? Ich halte immer die Hand aufs Geld für uns, aber es sind trotzdem. Und was ich auch noch gesehen habe, beim Teamprofil, Wurstwasser. Erstens, weil das so Wurstwasser, zweitens, lecker. Was ist Artberg Korrivreckern? What the fuck? Whisky. Er kennt voll einer nicht Whisky. Das ist der Stream im Stream jetzt. Der kommentierte Stream vom Stream ist das. Ja, passt. Ja, dann alles Gute nochmal und wir werden sie, glaube ich, zum SCV kurz offen haben. Danke. Jo. Gut. Danke für die Organisation. Ich muss das sagen, gell? Ich trage das wieder an, gell? Weil das ja uninteressant ist, der Rest. Ja. Butterbrot gewinnt also die Gruppe. Gruppe 2. Mir hat es gefreut, dass ich nochmal habe casten dürfen. Oh, ich muss wieder umstellen. Sala. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch halbwegs passt. Ich bin ja nicht so der Profi in dem Ganzen. Der ganzen Streamerei. Danke Philipp, dass du mir ein bisschen Unterstützung. Und, du bist ja voll auftaut hier in der zwei. Gerade im Monachsspiel hier, da hast du fast das Kasten übernommen. Der Train ist besser gegangen. Na, danke dafür, dass du unterstützt hast, weil allein, glaube ich, hätte ich mich. Ich wüsste halt nicht, mit wem ich geredet hätte. Allein. Das ist ein wenig zart, allein. Hättest du halt allein mehr geredet. Ja, was hätte ich denn gesagt? Was so langsam Dev aufgebaut wird? Was redest du oft? Du sagst oft, ja, jetzt wird da steht da einer. Bitte gern. Für dein Herz, für die Cast. Oh mein. Oh mein, ist aber lieb. Jo, danke fürs Zuschauen auf alle Fälle. Was tun wir heute noch? Tun wir noch was heute? Wer schaut denn noch zu? Wer will noch was tun heute? Spielen oder so? Oder so vielleicht? Zweite, bis es das auch gehört habt, was ich gesagt habe. Ja, vielleicht kriegen wir noch 10 zusammen. Ja, 10 war gut. Dann kann ich aber nicht streamen, weil dann geht es nämlich. Aber wenn ich nämlich streame und spiele, habe ich nämlich 70 FPS oder so. Das kannst du mal vergessen. Eigentlich ist es schwierig. Außerdem müssen wir jetzt weit warm. Wir brauchen jetzt eine Pause jetzt einmal. So weit warm. So, gut. Dann war es das heute schon wieder. Wann sind denn die Finals? Oder wann geht's denn weiter? Samstag und Sonntag. Also morgen ist nix? Doch, morgen ist Samstag. Freitag, oder? Da ist irgendeine andere Gruppe. Ach so, haben wir erst drei. Jetzt haben drei Gruppen gespielt. Das stimmt. Latest Results, vielleicht sieht man da was. Na. Auch nicht. Na, da steht was? Hä? 22., 23. und 24. Juni. Na. Du, also Samstag 17 Uhr schreibt die Schmusi. Donnerstag. Spielt das Butterbrot und am Sonntag spielt dann. Genau. Nein, das war jetzt schon die letzte Gruppe. Am Montag hat die erste Gruppe gespielt. Also, das war, glaube ich, nicht die erste Gruppe, aber. Mit Exidium Gaming und Austrian Force und F4 D3 Clan und die neuen Pandas. Die neuen Pandas haben insgesamt im ganzen Turnier 5 Runden geholt. In 3 Matches. Sicher gerade. Warte, ich kann das mal kurz herzahlen. Also das waren die Matches vor der Woche. Das letzte, also wo die von heute sind, nicht dabei. Ja. Da sind, glaube ich, Team Heist weiter und wer noch? Equitatis Lux, die sehr aufgespielt haben. Dann in der dritten Gruppe die Darkwing Duck sind weiter. Und wer war da noch weiter? Checkmate ist weiter. Und bei uns jetzt die SF, also die Special Forces und Butterbrot. Passt. So, ich bin jetzt einmal draußen. Danke fürs Zuschauen. Und hoppala, mein Monitoraufnahme. So. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns vielleicht. Also ich werde am Samstag nicht streamen können, weil da sind endlich Frau und Kind wieder da. Aber da wird es vielleicht wie andere machen. Werden wir sehen. Habe die Ehre und ciao.